Auf dem Gelände des Bauernhofkindergartens am MT Buchholzstich in Braderup fand am Freitag das Hoffest statt, das sich seit einigen Jahren etabliert hat und sowohl bei den Einheimischen als auch den Sylt-Gästen sehr beliebt ist. Die Gemeinde Wenningstedt-Braderup und der Tourismusservice organisierten ein buntes Programm für die jüngsten Festbesucher. Im großen Garten fand ein feiner Kunsthandwerkermarkt statt. Frisch geerntetes Obst und Gemüse vom Bauernhof Kindergarten wurde verkauft. Außerdem gab es Kaffee, Kuchen und Gegrilltes für das leibliche Wohl. Alle Erlöse daraus fließen in den Förderverein des einzigen Bauernhof-Kindergartens der Insel. Zahlreich kamen die Besucher zum Hoffest vorbei und genossen einen schönen sommerlichen Nachmittag.